Hallo und herzlich willkommen zu diesem besonderen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Zeichner und heute... Was machen wir denn heute? Also ich habe auf meinem Discord-Server und auf einem YouTube-Video gesagt, ihr sollt Fragen schreiben in die Kommentare und ihr habt Fragen geschrieben. Und diese werde ich in diesem Video beantworten. Und ja, das Video ist da, denn wir haben genug Fragen gekriegt. Also ja, dann würde ich mal sagen, let's go! Und by the way, ich habe mich auch dafür extra schick angezogen, also lasst doch bitte gerne ein Like da. Und ja, dann würde ich mal sagen, let's go! Also, als erstes fragt der Neumat. Room Tour. Also, ja, vielleicht. Ich habe vor, irgendwann mal eine Room Tour zu machen. Aber gerade geht das nicht, weil mein Zimmer gerade so alles in Überarbeitung ist. Also, ja, aber irgendwann werde ich eine Room Tour machen. Spurroman fragt: Bin ich ein guter Junge? Wer weiß. Artus fragt: Schon frech, dass ich kein Admin bin, oder? Ganz ehrlich, nein. Bitte Luki fragt, woher kommst du? Also ich komme aus Brasilien. Man auf jeden Fall nicht bei meiner Stimme hört. Also meine Stimme hört sich wirklich normal an. Flitze Luki fragt nochmal, was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist Pizza. Pizza Margherita. Okay, Neumat fragt, wann kommt das nächste große Minecraft-Projekt? Also das nächste große Minecraft-Projekt, was vielleicht stattfinden wird, ist Only Survival 4. Und ja, GZUSLP fragt, was sagst du zu dem Tod von Technoblade? Also, erstmal, was ist das bitte schon für ein Name? Aber ja, also ich finde es schon schade, dass dieser große YouTuber gestorben ist. Er war auf jeden Fall eine große Legende für uns alle, würde ich mal sagen. Also, ich kann jetzt nicht wirklich viel drüber sagen. Aber ja. Mr. S fragt, wie kamst du dazu, YouTube-Videos zu machen? Also, es war damals so, ihr kennt ja höchstwahrscheinlich alle diesen Lars LP. Damals habe ich ihn sehr viel geschaut und ich dachte mir da so, und dann kam ich halt so auf die Idee, ich habe so gesagt, so, ey, geil, ich will mal auch so YouTube-Videos machen wie er. Und dann habe ich mal halt ein Video gemacht und habe halt angefangen und bla bla. Und jetzt sitze ich hier und beantworte Fragen. Geil. Und habe über 200 Abonnenten. Echt geil, Leute. Echt geil. Spurroman fragt, bin ich Sass oder bist du Sass oder sind wir beide Sass? Wer weiß. Vielleicht bist du ja hier der Imposter. Dinosaurier fragt, warst du schon im Stimmbruch? Also, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich glaube nicht. Na super. Na wirklich super. Justus fragt, wer hat deine Cosmetics erstellt? Was denkt ihr, wer das wohl war? Na ich natürlich. Stormen hat die gefragt, wer ist dein Idol? Keine Ahnung, ich hab nicht sowas wie ein Idol. Stormen hat die gefragt, wie machst du das mit dem Saphir-Bot, das der YouTube-Link sendet? Erstmal Stormen hat die, guck dir doch dafür ein Tutorial auf YouTube an. Buroman fragt, welches Schneideprogramm nutzt du für deine Videos? Also ich nutze dafür das Programm VideoPad. Ihr kennt es wahrscheinlich nicht. Und es ist eigentlich auch schlecht, aber ich kann damit gut umgehen. Welches Programm nutzt du für deine Emojis und GIFs und deinen Klammern dein Discord-Profilbild? Ich nutze dafür GIMP. Also für die Animation nutze ich VideoPad, also mein Schneideprogramm. Und ja. Neumann fragt, wie alt bist du? Glaubst du wirklich? Ich sag dir das. Glaubst du wirklich? Neumann fragt, warum bist du kindisch? Ist das dein Ernst, das? Ist das dein Ernst? Du findest mich also kindisch? Du findest mich also kindisch? Na super. Na wirklich super. Justus fragt, wie viele Fragen hast du ernst beantwortet? Keine Ahnung. Master John fragt, hast du mich abonniert? Boom!
Buroman fragt, wie heißt du in Real Life? Im Ernst, warum fragst du mich? Das liegt doch auf der Hand, Leute. Das steht auch in meinem Namen. Phoenix fragt, bin ich der beste Admin, den du je hattest? Vielleicht, wer weiß. Bengi Pro fragt, erstens, kannst du bei einem Projekt bei Bengi Bro mitmachen? Ja, vielleicht. Und zweitens, wie alt bist du? Aha, noch jemand, der diese Frage stellt. Und nochmal, ich verrate euch das nicht. Connor CJ fragt, warum hast du mit YouTube angefangen? Also, nochmal die ganze Geschichte. Also damals habe ich immer Lars LP geschaut, und ich dachte mir so, geil, ich will auch mal so werden wie er, ich will auch mal ein YouTuber werden und viele Abonnenten kriegen. Und ja, jetzt sitze ich hier und produziere für euch ein Video. Flitze Luki fragt, hast du ein Haustier? Leider nein, aber ich wünsche mir eine Katze. Ich hätte so gerne eine Katze. Okay, dann würde ich mal sagen, an dieser Stelle war es mit diesem besonderen Video. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Wenn noch nicht geschehen, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, bleibt gesund. Euer der echte Weppi. Tschüss.